ganz kurz einfach jetzt hier die Flight, das ist nämlich die Flight Attendance Notification. Einfach nur, dass wir mitgeteilt haben. Ah, nee. Oder ist das jetzt das Flight Deck, was uns sagt, das weiß ich jetzt gar nicht genau, das habe ich jetzt nicht genau gehört, ob die jetzt uns gesagt haben, dass die hinten alles, die Passagiere alle sitzen und die alles für einen Takeoff bereit ist, oder ob wir gesagt haben, dass die bitte Plätze einnehmen sollen, weiß ich jetzt gar nicht genau, egal. So, TCAS geht jetzt auf On Altitude, genau, haben wir jetzt hier einmal kurz gedrückt halten, ist auf On Altitude. Würden wir jetzt die Flugzeuge da sehen, wenn da welche wären. Control Log geht jetzt auf Release, das können wir nochmal kurz gucken, Full Left, Full Right, seht ihr, funktioniert, genau, okay. Flight Controls in Check, Condition Levers sind auf Max, Terrain Radar Displays auf is as required, wir lassen jetzt mal Terrain, Fuel is confirmed as requested on board. So, jetzt noch eine Checklist und dann geht's los auf die Bahn, also. Flight Test Notification is made, Takeoff Briefing completed, Condition Levers Max, Passed, Trims sind set, Takeoff One Test Dummy is tested, Flight Controls sind checked and free, Flight Taxi Switches auf Flight, Radar Terrain is as required, is auf Terrain, Transponder TCAS is on Altitude THRH und dann geht's jetzt erstmal zum Tower. Wir fordern die Freigabe für ein Lineup und auch den und damit verbunden auch den Takeoff an. Und dann geht's mit dem Lineup weiter, dann noch Bleeds, External Lights und Runway Heading checken und dann geht's los. Okay, wir haben die Startfreigabe bekommen, rollen jetzt also auf die Bahn und dann geht's auch gleich los. So, Streckenfreigabe bestätigen. So, gucken wir nochmal, kommt kein Flugzeug rein, genau, und dann erstreckt sich da jetzt gleich rechts von uns die Startbahn entlang, genau. So. Man kann übrigens hier bei dem Add-on vom Flughafen Bergen auswählen, ob man hier die Startbahnmarkierung in weiß oder gelb haben will. Ich habe jetzt hier die mal in gelb ausgewählt, aber ich weiß gar nicht, wie die im Moment in Bergen ist. Es kann sein, dass die jetzt, glaube ich, die ist jetzt in weiß, ist jetzt sogar hier schon weiß. Also jetzt im Moment in echt ist sie jetzt hier weiß. Kann sein, dass die früher vielleicht mal irgendwie gelb war oder so. Ich glaube nämlich in Norwegen oder hier in Nordeuropa ist generell so, dass da, glaube ich, eher auch manchmal diese Startbahnmarkierungen so in gelb sind und nicht in weiß. Aber hier in Bergen ist, glaube ich, sogar in echt mittlerweile so, dass sie jetzt schon wieder weiß sind. Aber ich fand es einfach mal als Abwechslung auch mal so ganz gut, dass wir jetzt mal hier so eine gelbe Startbahnmarkierung haben. Ein bisschen was anderes. So, jetzt noch Bleeds gehen auf Minimum. Dann Lights, Exterior Lights, Landing Lights, gehen auf On. Runway 35, Heading is checked. Wir sind cleared for takeoff und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz von außen aufs Flugzeug. Genau, passt alles, sieht alles gut aus. Kommt noch kein Flugzeug hier im anderen Flug. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall direkt starten. Also würde ich sagen, let's go, takeoff. Schub langsam erhöhen. Wir gucken auch erstmal, dass die Triebwerke stabil laufen. Passt und volle Power, let's go, takeoff. Und dann beschleunigen wir. Die V-Speeds habe ich vorhin auch schon eingegeben. 134 Knoten ist dann Rotate. Also 134 Knoten ist dann Rotate angesagt. Und ich finde hier das Add-on für den Flughafen Bergen ist echt richtig gut. Also ich finde hier von den Texturen und so sieht das Ganze echt richtig super aus. Genau, wir sind hier vor langer Zeit sind wir schon mal hierher geflogen. Und zwar mit einer 737-800 von Norwegian Air Shuttle war das ja. Ich weiß gar nicht, wo wir da gestartet sind. Ich glaube in Paris oder so. Und da sind wir damals hierher geflogen. Ist aber auch schon ganz schön lange her. Genau, das erste Mal, dass wir jetzt auch hier von dem Flughafen jetzt mal aus starten. So, und dann sind wir jetzt auch schon wieder weg vom Tower. Können euch die Frequenzen auch bald mal wechseln. Jetzt gucken wir erstmal, dass für den Takeoff alles passt. So, dann können wir eigentlich direkt jetzt auch den Autopilot aktivieren. Autopilot ist an. Und direkt auch VNAV. Ich will erstmal hier LNAV und VNAV. Na, VNAV? Willst du VNAV aktivieren? Wieso aktiviert er nicht VNAV? Sollte jetzt eigentlich gleich mal machen. So, VNAV. Macht er irgendwo noch nicht. Na gut, warten wir mal kurz. Hoffen wir mal, dass er gleich VNAV aktiviert. So, dann kommen wir mal zum Climb Flow. Also, weiter geht's. Ah, Gear up. Fuck, hab ich ganz vergessen. Viel zu spät, habe ich gerade gar nicht mehr dran gedacht. Genau, Fahrwerk ist schon mal eingefahren. Hier haben wir nochmal kurz einen Blick da aufs Gelände vom Flughafen. Hier, das ist, glaube ich, hier. Genau, da sieht man alles, was noch fotorealistisch hier abgedeckt ist, auch mit richtigen Höhendaten und so hier durch das Add-on. Da liegt der Flughafen hier mitten im Wald an der Küste, genau. Und wir fliegen jetzt erstmal ein bisschen in Richtung Norden und drehen dann in Richtung Süden wieder komplett ab. Also einmal eine scharfe Linkskurve sozusagen. So, guck mal, können wir jetzt VNAV anmachen? Nee. Okay, dann machen wir es hier mal so, dass wir jetzt versus mit 1800 genau, auf
27.000 Fuß steigen. Ah, genau. Ah, jetzt weiß ich jetzt gar nicht mehr. War das bei dem Flugzeug? Das ist schon wieder zu lange her, seitdem ich das letzte Mal mit dem Flugzeug geflogen bin. Konnten wir hier überhaupt VNAV jetzt anmachen? Ich glaube nämlich nicht, ne? Dann war das, glaube ich, so, dass wir VNAV nur dann für den für den Descent dann haben, ab dem Top of Descent. Dass wir nur dafür das haben. Ah, genau so wird es gewesen sein. Genau. So, Flaps up. Die fahren wir ein. Schub nehmen wir ein bisschen zurück. Climb Flow. Condition Levers gehen jetzt auf 900 RPM, 900 Umdrehungen pro Minute. Dann Auto Feather geht wieder auf Off. MTOP Switch brauchen wir nicht. Auxiliary Pump Switches gehen wieder hier auf Off. So, gleich geht's noch scharf links rum. Standby PTU, Standby Hydraulic Pressure und PTU Control, na, gehen wieder auf Off. Taxi Light geht ebenfalls auf Off. So, da brechen wir schon durch die Wolken durch. Genau, einmal hier durch die Wolken durchgebrochen. Ich finde es immer richtig cool, wenn man so durch die Wolken so durchfliegt. Immer richtig coole Sache. So, Pressurization Panel ist checked. Ice Protection müssen wir jetzt noch fertig einstellen. Und zwar machen wir hier Fast und Props on Engine Intake auch auf Heater. Und sonst passt es. Genau, sehr schön. Das war der Climb Flow through 10.000 Feet. Sind wir schon? Sind wir noch nicht. Dann jetzt noch die die Climb Checklist. So, da haben wir einmal Landing Gear is up, Flaps sind 0, Power is set, Auto Feather is off, Auxiliary Standby PTU Pumps off, Engine Temperature Pressure is checked, Bleeds sind on, gehen auf Normal, Ice Protection is set. So, genau, das war also mit dem VNAV. War das hier, dass man VNAV benutzt mal bei dem Flugzeug, also war das so, dass wir es dann nur benutzen, wenn wir sinken, also für den Descent dann, ab dem Top of Descent, weil ich habe mich, ja, habe ich gerade verwechselt, das ist nämlich schon zu lange her wieder für mich, seitdem wir das letzte Mal mit dem Flugzeug geflogen sind, ich weiß gar nicht mehr, wann das war der Flug Riga-Kopenhagen, das sind auch wieder einige Teile her, ich weiß nicht, vielleicht auch schon wieder 50... Locker 50 Teile, ist also auch schon wieder eine gute Zeit, seitdem ich das letzte Mal diesen Flug halt, letztes Mal einen Flug aufgenommen habe mit der, letztes Mal mit der Dash 8, wo wir das letzte Mal mit der Dash 8 geflogen sind, wo ich den Flug aufgenommen habe. Ist also auch schon wieder eine gute Zeit her. Und ja, deswegen, ja, habe ich das gerade nochmal verwechselt, aber macht ja nichts. Haben wir jetzt hier alles wieder in den Griff bekommen, genau, LNAV, also nur hier, und dann war das, dass wir hier Versus einstellen für den Climb, genau. So, jetzt geht's aber gleich scharf links rum, wieder gleich scharf eindrehen. 30 Grad dann wahrscheinlich auch Neigung. Genau, und dann können wir dann, sobald wir eingedreht haben, die Simulationsrate dann auch mal erhöhen. Und können wir jetzt hier schon mal, wir können jetzt hier mal das hier abspielen. Seatbelts. Okay, es hat einfach nur gesagt, dass es einfach nur zu ihrer eigenen Sicherheit, also zum Fluggästen gesagt, dass es einfach für deine eigene Sicherheit nochmal ganz gut ist, die Sicherheitsgurte geschlossen zu halten. Und dass es noch ein Nichtraucherflug ist, hat sie noch mitgeteilt den Fluggästen. Genau. So, wir sind durch 10.000 Fuß mittlerweile auch schon durch. Landing Lights gehen off. Und sonst passt das Ganze. Jetzt drehen wir noch fertig ein. Genau, und dann gucken wir uns jetzt erstmal den... Erstmal kümmern wir uns jetzt um VNAV. Wobei, lass uns erst die Flugstrecke angucken. Dann können wir uns dann um VNAV kümmern, können das ganz gut kombinieren. Dann sprechen wir noch über das Wetter und dann gucken wir mal weiter. Genau. So, also, wir haben noch, können wir das eigentlich jetzt nachgucken? Wenn wir auf Flightplan gehen, kommen wir dann auch hin. Die Seite, wie viel, jetzt kommen wir nicht mehr auf die Seite, wie viele Strecken wir noch, wie viel wir noch zu fliegen haben. Genau, also wir öffnen hier mal, gehen hier mal kurz auf Data, wechseln das mal. Format, genau. So, wir sind jetzt erstmal hier gestartet, sind dann erstmal Richtung Norden geflogen, haben jetzt eine so gut wie 180 Grad Kurve nach links geflogen, dass wir uns jetzt in Richtung Süden wieder ausrichten. Genau, und wir können jetzt mal die Simulationsrate auf vierfach erhöhen, da wir doch eine gute Strecke heute zu fliegen haben. Ah, genau, und jetzt. Ah, die Scandinavian, andere, also eine von den 737 geht jetzt raus. Es gibt nur den Flughafen, wir können keine andere Frequenz nehmen. Wir können jetzt auf das Center hier gehen, aber da wird auch einiges sein. Wir können aber hier auch eine andere Frequenz einfach eindrehen. Wo ist sie denn? Müsste eigentlich die hier. Genau, die da. Dann haben wir jetzt auch keinen Funkverkehr mehr im Hintergrund. Und da unten müsste jetzt irgendwo, wenn wir an Bergen vorbeifliegen, jetzt gleich links da unten, können wir mal kurz draußen gucken, müsste jetzt die
Da ist sie rausgegangen, die 737. 737, was ist es? 737 500 von Scandinavian Airlines. Keine Ahnung, wo die jetzt hinfliegt. Ist jetzt aber direkt nach links schon mal abgedreht. Genau, also wir sind erstmal Richtung Norden geflogen, sind dann 180 Grad nach links eingedreht, fliegen jetzt wieder komplett genau Richtung Süden auch. Und dann sieht es folgendermaßen im weiteren Verlauf aus. Vielleicht soll ich auch mal ein bisschen raus, dann kann man ein bisschen besser sehen. Genau, fliegen jetzt erstmal ein bisschen Richtung Süden über den Wegpunkt Lucky. dann über den Flughafen Echo November Hotel Delta. Genau drüber. Das könnte der Flughafen... Ach, guck mal, wir fliegen hier genau über Flughäfen drüber. Können wir gleich mal gucken, was das für... Ne, lass uns das jetzt mal gucken. Direkt, was das für Flughäfen sind. Ich habe zwar hier den Atlas auch da. Oh fuck, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, 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 Geschwindigkeit ist abgefallen. Oh. Mal kurz Simulationsrate runter. Das ist noch so eine Sache, da muss man echt genau aufpassen bei dem Flugzeug. Weil man hat ja hier kein Autofrust oder so. Der Geschwindigkeit kontrolliert. Achso, Autopilot ist auch ausgegangen. Warte mal. Mal wieder gerade ausrichten und Simulationsrate normal. Da muss man echt ganz schön aufpassen bei der Geschwindigkeit. Das hatten wir schon mal beim Anflug auf Friedrichshafen, da war das ja ganz schlimm dann. So, Autopilot ist on. Jetzt kommt er wieder drauf. Da müssen wir echt aufpassen mit der Geschwindigkeit. Das. Gut, dass wir da das jetzt eben genau mitbekommen haben und richtig reagiert haben, Leute. Oh. Glück gehabt. So. Dann einmal wieder auf die Route zurück und weiter geht's. So, was wir kurz angucken wollten, ist der Flughafen Echo November Hotel Delta. Dann lass uns das hier mal so aufmachen, dass wir die Geschwindigkeit so noch nebenbei haben. Also, hier wieder auf Format. Genau, dann gehen wir, Data muss man noch einblenden. Airports, genau, haben wir hier APT, Airports. So, jetzt sollte er wieder gerade ausrichten, genau. Reiseflughöhe erreichen wir jetzt auch gleich. So, können wir uns eigentlich wieder eine Ansage machen. Ne, egal, wir machen, lassen es jetzt erstmal. Ich gucke jetzt erstmal nach dem Flughafen. So, Echo November... Weiß ich gar nicht, nee, das war noch eins weiter. Das wird ja gar nicht mehr angezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, war das jetzt Echo November? Hotel Delta oder Delta Hotel? Das könnte entweder Stavanger sein. Das spricht mir bestimmt anders aus, als ich es jetzt ausgesprochen habe. Doch, Echo November Hotel Delta, das ist Flughafen. Haugesund ist es. Und über den Flughafen Haugesund drehen wir dann nach Südosten ein, sodass wir dann nur... Also wir fliegen jetzt die ganze Zeit an der Küste entlang. Seht ihr jetzt hier, wir fliegen ja die ganze Zeit an der Küste entlang. So, Schub ein bisschen wieder rausnehmen. Aber auch nicht allzu viel. So, genau. Fliegen jetzt so lange bis zum Flughafen Haugesund. Genau, wir sind hier in Bergen gestartet. Wo, weiß gar nicht genau, wo das liegt. Also irgendwo hier in Bergen gestartet. Bergen, Bergen. Weiß ich jetzt gar nicht genau, wo das liegt. Also irgendwo hier, doch, da liegt es, glaube ich, da genau. Da sind wir in Bergen gestartet. Hier in die Richtung Norden geflogen, in Richtung Süden. Jetzt geht es bis nach Haugesund. Ich weiß noch nicht genau. Genau, wo das liegt, kann ich jetzt hier gar nicht abschätzen. Das müsste irgendwo hier liegen, glaube ich. Dann drehen wir nach hier ab, fliegen dann hier entlang über Norwegen genau drüber. Genau, und dann geht es irgendwie hier so quer runter. Dann hier erstmal übers Meer, und zwar über die Meerenge, halt, beziehungsweise die Meerenge hier, das Wasser, Gewässer heißt da Skagerrak. Genau, dann fliegen wir dann hier weiter über Dänemark, kommen wahrscheinlich an Kopenhagen hier westlich vorbei und fliegen dann hier runter nach Berlin, was wir ja hier haben. Genau, und da haben wir hier Stavanger. Stavanger, keine Ahnung, ob man das so ausspricht, Stavanger, weiß ich jetzt nicht genau. Genau, und hier ist Haugesund. Müsste jetzt irgendwo hier sein, das heißt, wir drehen jetzt auch gleich nach links ab. Genau, Geschwindigkeit passt, perfekt. So, jetzt sind wir ja auch auf Reiseflughöhe, das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr groß mit der Geschwindigkeit variieren, das sollte eigentlich passen. Genau, da kommt Echo November Hotel Delta, da drehen wir ab und dann geht es hier da nach Südosten. Südosten, dann nochmal ein Stück nach Süden. Sobald wir dann über Deutschland sind, wieder nach Süden. Und kommen dann hier aus Osten angeflogen, drehen dann nach Westen ein, um uns auf die Landebahn 25 dann 25 Right auszurichten und dann per ILS-Anflug dann dort landen zu können.